Alles muss raus. Der hat weiße Flecken drauf, Alter. Das sind, ich weiß nicht, was das ist. Das ist kein Spaß. Und jetzt noch einmal da. Liebe Leute, herzlich willkommen beim Heinrich Moll TV Angelspaß 2021. Und heute ist es soweit. Wochenlange Vorbereitungen. Ich habe kaum was gegessen. Und wann? Dann nur Dreck. Alles muss raus. Ich sage einmal so, ein Slogan, der sich bei uns in den Köpfen eingebrannt hat. Alles muss raus. Der Markus stellt seinen Tisch übrigens zur Verfügung und hat darum gebeten, dass man nicht ausspeimt. Er hat darum gebeten. Es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten. Wir haben da den Surströmming, liebe Leute. Auf dieser Kamera sieht man das herrlich, dass sich diese Dose auch leicht... die wölbt sich auch. Wir haben keinen Dosenöffner mit. Deswegen machen wir es wie die Leute aus unseren Lieblingsfilmen. Verstehst? Bud Spencer. Bud Spencer. Es geht los. Wieso? Schau dir nur das kleine Loch an, was da ist. Da hat es gerade einen Dampf rausgekommen. Da sind es genau das Loch, Alter. Und? Aber nur ist genau das Loch, Alter. Schwefel. Gut, ja. Im Wind, wir stehen gut im Wind. Yeah. Boah, da ist er schon. Schau, da schaut schon aus. Boah, winkt er schon. Alter, fällt bis da auf. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Das ist eine Mischung aus Luftblasen, Gasblasen, Alter, und Schuppen. Das ist ein Schuppen, oder? Oder Babyfisch. Nein, das ist ein Babyfisch. Nichts passiert. So, okay, jetzt geht's los. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein Geruch da ist, der aus einem aufsteigt. Boah! Die Dose komplett öffnet. Schlossen ist ja noch halbwegs lang. Boah! Boah! Bist du depper, oder? Die Theorie, dass es keine schlechten Gerüche gibt, die stelle ich da jetzt einmal sehr stark in Frage. Ja. Boah! Boah, das Gemeine sind immer diese Wallungen, was da kommen. Das ist kein Spaß. Boah, da kommt auch wieder gerade aber. Ich schau mal, wo du weiter mitbekommst. Also der Markus nimmt das jetzt in die Hand. Ja, wir einigen uns, aber man muss keinen ganzen essen. Na wo er denn da, was du einen Biss reinkriegst. Oh. Genau, hol mir einen Teller her, den rosaroten da. Nein, wir haben eine Pappe. Die haben es nicht einmal ausgenommen. Also den Tommy schmeckt es besonders gut, hat er mal gesagt. Ja, bleib sogar am Teller bitten. Ein bisschen blasch schaust du. Ist richtig schlecht. Mir geht's richtig schlecht. Oh.
machen. Bist du deppert? Dass ich irgendeiner von euch sagt, was der Tommy macht. Er hält es einfach nicht aus. Gut, da hat er wieder ein Stückchen probiert und wir haben nicht waschen. Viertel daher. Die Hälfte davon. Die Hälfte davon, na schaut er was an. Ein Achtel. Ja, genau. Oh, schaut, wer wieder da ist. Also, lieber Stream, sieht man es gut? Was wie das riecht? Das riecht, wie wenn dort die Sacke beim Hund drin hat zusammengeklaubt. Ja, cool, lieber, das deppert das Ding vor den Mund schieben. Ja, ja. Was meint das? Film das bitte, wie viele Fliegen da auf einmal da sind. Da fliegt die ganze Fliegen auf einmal da, weil ich 2 Tage keine Fliegen da. Vom Geschmack her, faulig salzig. Vom Geschmack ist gewöhnungsbedürftig, geht aber. So, da mit drauf. Alter, da sind Haar drauf. Oder was so ein Fisch halt hat. Es schmeckt arg, aber... Okay, Markus, sei so gut, schneiden wir da so eine Achtlade. Ja, aber ich glaube, dass es noch besser ist, wenn es das waschen. Ja, das werde ich für euch probieren. Oder willst du einem auch noch mal her? Nein, okay, du kannst einem, nein, das geht schon, aber du kannst einem ruhig waschen. Wieder besser? Das geht nicht. Das wird nie wieder besser werden. Ich werde nie wieder mit guter Laune aufwachen. Wirklich nicht. Also auch wenn die Leute live sind, wie seht ihr, ein bisschen die Gesichtsfarbe verloren. Schau. Da kommt's auch. Wow, schau die Fliegen an. So große Fliegen hat es noch nie gegeben in Österreich. Muss da auf einmal auftauchen. Ich hab's auf die Hände, ich hab's auf die. Wow. Was lassen wir da stehen? Irgendwo, wo es schön warm ist. Das ist die Bundesstraße. So, Leute, was da jetzt überbleibt heute, verlosen wir im Chat. Einfach reinschreiben, ich schaff das. Und wir schicken euch entsprechend ein Stückerl. Sehr schwarzig und ein bisschen schweflig. Ja. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr das schon probiert habt. Wie eure Erfahrungen damit waren. Nummer 2. Alter, das ist ein Tier. Was soll ich jetzt? Das ist, ja, du bist einfach... Das ist ekelhaft. So, fertig. Jetzt schon, komm, Tommy. Jetzt du. Nein, der hat weiße Flecken drauf, Alter. Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt geht's los, Alter. So. Wie ist er mit Brot? Das ist salzig. Aber wie ist der Geschmack dann? Besser, oder? Kennen Sie das? Das ist so wie vom Zehner runterspringen. Bei 3 Hupfe. 1, 2... 3, genau so ist es mit dem Scheiß. Auf 3 jetzt, okay? 1, 2, 3. Apropos 3, was Mahlzeit? Die Fliegen, geht's weg von meinem Essen. Jetzt tauchen gleich alle Fische, die schwimmen dort auf der Oberfläche. Alles gut. Habt ihr alle gewonnen? Ihr im Chat habt's gewonnen. Alle, ihr habt's alle gewonnen. Es geht nicht. Oh. Sonst heißt es, ich hab mich nicht traut. Nicht? Oh. Oh, so schlecht wie gedacht. Alles klar. Das beweist eigentlich gar nichts, außer dass ich der einzig Normale bin in dem Haufen. Oder? Wirklich Respekt, Burschen, keine Frage, aber ich habe mir es anders vorgestellt. Wenn ich das serviert kriege, dann schieße ich es im Kugelzug. Ja, voll. Hm? Es ist ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ein bisschen schlimmer. Es ist nicht so, dass man, oh ja, es ist schon so, es ist einfach grauslich. Es riecht ekelhaft, es schmeckt ekelhaft. Wenn du im Umkreis von 2 Meter dort stehst und es geht der Wind, falsch. Ich habe es nicht geschafft, so. Aber ich habe kein Problem damit, es nicht geschafft zu haben. So, warum werden da wohl Fliegen sein? Nummer 2 wird aufgemacht. Der Tommy beruhigt mir seine Geschmacksnerven mit Dr. Pepper. Aber jetzt probieren wir den einmal mit Abwaschen. Dann in der Semmel rein. Ja, abwaschen und dann in der Semmel rein. Das Fachsimpeln über verfaulten Fisch. Geht's euch noch gut? Ich kann zurücksteigen. Das fällt bis da oben. Das ist einfach grindig. Das ist grauslich. Ich nehme mal an, der Tommy will keinen. So ist es. Auch nicht im Semmel? Okay. Außer da mit den Fischen. Außer mit den Fischen. Das ist so. Ja. Jetzt hole ich noch einen Koriander. Ich glaube, dass das... Gut, Leute, das war's. Die Source Streaming Challenge. Ich habe verloren. Ich habe Haus auch verloren.
Der Markus hat komplett rasiert, der hat sich da so ein komplettes Ding einfach rein. Auch der Otto hat nachgelegt, auch der Peter haben nachgelegt. Ich habe keine Ahnung, was diese Typen sich sonst in ihre Münder stecken, dass die so abgehärtet sind. Ich bin es nicht gewohnt, mir glitschige Kacke irgendwie da reinzuschieben. Ich habe absolut verloren. Also ich habe unter verloren im Wörterbuch ist mein Foto. So verloren habe. Also ich habe richtig verloren. Ich habe es nicht geschafft, fertig. Es war einfach nicht machbar. Aber ich kann es jedem empfehlen. Wirklich, macht's das. Kauft euch den Fisch, der ist so lecker. Gönnt euch das. Kostet auch fast nichts. Was hier, Leute? Ist ja ekelhaft. Geschaut mal, schaut mal. In einem Brot drinnen. Mit Koriander. Mit Koriander. Danke fürs Schauen von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach oben. Kommentieren, liken, weiterempfehlen und ja, natürlich den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann seid ihr immer informiert, wenn wieder Grauslichkeiten auf die Welt losgelassen werden von Heinrich Moll TV. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Grüß euch. So schaut's aus.